Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, für das bevorstehende Weihnachtsfest und auch für den Jahreswechsel darf ich Ihnen alles Gute wünschen. Geruhsame Tage, besinnliche Tage, aber auch Zeit in der Familie, um die Zeit dann doch etwas genießen zu können. Ja, wieder einmal ist das bereits zum zweiten Mal der Fall, dass dieses Fest unter anderen Vorzeichen stattfindet. Vorzeichen, die wir uns vor 3, 4, 5 Jahren niemals hätten vorstellen können. Ich habe auch in diesem Jahr im Landkreis feststellen dürfen, dass die ganz überwiegende Zahl an Mitbürgerinnen und Mitbürgern äußerst solidarisch war, äußerst tatkräftig war, um diese durchaus herausfordernde Zeit auch bewältigen zu können. Ich habe Solidarität feststellen dürfen in so vielen Fragen und an so vielen Stellen. Dafür möchte ich Ihnen allen wirklich ganz herzlich danken. Und wenn wir diese Erfahrungen auch mit in das nächste Jahr hineinnehmen, dann, wenn auch gleich die Pandemie nicht vorbei ist, werden wir doch auch spüren, dass wir es gemeinsam schaffen, miteinander packen, auch diese Pandemie zu bewältigen, um auch wieder eine gute, normale Zeit hinüberführen zu können. Die Voraussetzungen insgesamt auch wirtschaftlicher Art sind durchaus gut. Wir sind ein stabiler Landkreis geworden, wir haben eine starke Wirtschaftskraft, wir haben gute Bildungsvoraussetzungen, auch an der Infrastruktur wird täglich gearbeitet, wenn ich nur das Breitbandthema nennen darf, wo wir wirklich auch Verbesserungen hinbringen. In diesem Sinne sind wir gut gerüstet für die Zukunft. Alles Gute für unseren Landkreis, alles Gute für die Menschen. Ihr Landrat Franz Löffler.